Und hier sind wir auch schon wieder zurück mit Halo 3. Wir versuchen jetzt den dritten Tower zu deaktivieren, nachdem Johnson es nicht geschafft hat. Das ist natürlich die Frage, warum. Und vor allem, warum die Dinger hier gegen uns sind. Eigentlich sind die doch auf unserer Seite. Warum kämpfen die gegen uns? Oder wurden ein paar von denen umgedreht? Bessere Angebote wurden denen gemacht? Wurden abgeworben? Jetzt schießen die alle auf mich. Was soll das denn? Ich habe keine Zeit, mich um die zu kümmern. Das ist total nervig. Sollen wir lieber uns Kollegen machen? Warum? Weil ihr Panik habt, oder wie? So. Ah, Granaten werfen in Halo ist schon was Mächtiges. Wenn man es kann, kann man damit in Halo richtig abräumen. Insbesondere im Multiplayer ist es essentiell, dafür zu sorgen, gescheit Granaten zu werfen. Wenn man das nicht macht im Multiplayer, versagt man sofort. Gut, auf geht's nach oben, dann ist der zweite Pylon auch schon fertig. Und dann müsste die Flat-Sequenz bald kommen. Ich glaube, am Ende dieses Levels müsste das passieren. Und dann wird das Spiel richtig, richtig schwer. Aha, den hat's zerbrezelt. Also nicht ganz so, wie man halt aufräumen sollte, aber ich meine, es hat ganz gut funktioniert. Oh, denn da ist einer, der getarnt ist. Hier irgendwo noch. Da, weg ist der und dann ist da hinten noch einer. Sehr schön. Hat sich doch gelohnt. Und Tower 3 ist nicht deaktiviert. Hä? Ach, ich darf noch nicht. Was ist der denn? Der letzte. Ach, da! Ich weiß, steht zwar nicht, warum ich das nicht schon machen durfte, als die Gegner noch da waren. Es wird ja mehr Sinn geben, erst den Schalter zu drücken, wenn man den Krieg gewinnen will. Kann man sagen, komm, opfer ich mich halt. Naja. Videospiellogik. Fuck. Ja, sag ich dir, jetzt müsste die Flat-Sequenz kommen. Jetzt geht hier alles gut vor die Hunde. Ja, jetzt brauchen wir die Schrotflinte. Alles voller Monster. Monster. Ich bräuchte jetzt irgendeine neue Waffe. Irgendeine Projektilwaffe. Die tut's doch für den Anfang. Da hinten hängt ein Zombie fest. Eigentlich sind die Flat nicht sonderlich intelligent. Nur wenn sie vom Gravemind gesteuert werden, werden die Viecher intelligent. Aber so sind sie ja Gott sei Dank strunzendoof. Nur dass der hier anfängt zu reden. Warum redet der? Das gefällt mir jetzt eher so mittel. Von allen aktiven Einrichtungen.
Ah, das gefällt dem netten Kerl nicht. Dass wir die Flat nicht priorisieren. Da wird er relativ schnell gleich pappig. Ah, alles voller Viecher. Viecher. Noch mehr Viecher. Explosionsviecher. Popcorn. Ja, da irgendwo eine Schrotflinte. Ah. Kuckuck. Kuckuck. Und Kuckuck. Der ist ja so ein Elitenheini. Die brauchen ja einen Schlag mehr. Dass die sich immer wehren müssen. Schnell, ich muss die Aufprallstelle sehen. Die Arche auf Schäden überprüfen. Auf diese Hügel, Orakel, aber nicht höher. Ihr dürft nicht riskieren, dass die Flotte sie erwischt. Und ich? Ich nehme den Panzer. Bring mich ran. Der Träger des Schiffsmeisters ist außer Gefecht, Chief. Sie müssen den Propheten erledigen. Na toll. Aber wir haben Panzer. Und mit Panzer wird das Leben immer bunter. Journey's End. Naja, noch nicht. Da kommt noch ein bisschen was. Aber es neigt sich schon dem Ende. So ist es nicht. Eine Sache fehlt uns ja noch immer. Cortana. Ist natürlich jetzt ganz toll, hier den Wirts... Fuck. Aua, Schmerzen, reiß dich zusammen, Mann. Aua. Ja, tolle deutsche Synchro. Danke dafür, Bungie. Nicht. Bah. Deutsche Halo-Synchro. Ausnahme von Teil 4, eine Katastrophe. Zitadelle in Sicht. Kurz mobilisieren alles, was sie haben. So. Alles klar, denke ich. Na dann. Wenn du noch denken kannst, bist du zumindest schon mal kein Flat. Auch mal was. So, hier mal aufräumen, wenn wir langfahren. Solange es noch geht. Warum stöhnst du so? Den paar Gegnern da. Und wieder cooler Soundtrack. Yeah, baby. Check this out. Überstrahleffekte. So. Das Ding hat's hinter sich. Das noch abschießen. Ja. Wir sind der Master Chief, natürlich richten wir ein Massaker an. Was hast du denn erwartet? Man kann hier übrigens auch runterfallen, das geht auch. Warum landen die hier? Ich bleib in meinem Panzer. Was will ich denn mit dem Hornet? Hornet ist zwar auch toll, aber wenn ich Panzer fahren kann, fahre ich doch wohl Panzer. Scarab! Scheiße! Scarab. So. Erstmal gibst du mir einen Gegner. Wir die Scarabs so nach und nach alle besiegen können. Hä? Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum ich hier jetzt drauf gegangen bin. Ist alles klar? Blöder Speicherpunkt. Aber der Soundtrack bleibt gleich, ne? Habt ihr das gemerkt? Der ist so konstruiert, dass man den dann aneinander setzen kann. Ah, schon cool. Das ist das erste Mal, dass man wirklich gesehen hat, wie Scarabs abgesetzt werden.
War schon fett. So. Ich weiß gar nicht, ob man den auch, wenn man alle Beine einfach abschießt, besiegen kann. Die gehen auch anders kaputt, also man muss nicht unbedingt gerade drauf springen. Irgendwann explodieren die auch auf andere Art und Weise. Kann auch irgendwie so da reinschießen, glaube ich. Naja, gucken wir mal. Ah, ja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Schuss. Aber er scheint so nicht drauf zu gehen. Das ist doof. Dabei sieht man ja, wo man hinschießen muss. Okay, das sieht so aus, als würde das Ding jetzt gleich krepieren. Ansonsten haben wir es so weit runter, dass es nicht mehr viel machen kann. Ja. Also man kriegt die auch von außen kaputt, man muss sie nicht so zerstören. Man kann auch die Kanone einzeln abschießen, also dass die nicht mehr feuern kann. Das geht auch. Irgendwann gehen die dann auch kaputt. Was war das denn für ein geiler Move? So, jetzt macht die nichts mehr. Ist nicht mehr so viel. So, und jetzt hier so rein, ne? Ja, ein Schuss, noch ein Schuss. Wenn das Ding anfängt zu tuten, ist es fertig. So, haha, zwei Scarabs tot. Welche Nachzügler? Wer versucht da jetzt noch gegen uns anzutreten, nachdem wir zwei Scarabs vernichtet haben? Ach, fuck, das war ja uns. Stop Truth from firing the rings. The ring. Ja. Die Flotte versucht, die gegenüberliegende Mauer der Zitadelle zu überwinden. Orakel, die Brücke aktivieren. Fuck. Der Prophet wird durch meine Hand sterben, nicht durch ihre. Eine Katastrophe! Hätten wir doch nur mehr Zeit! Ja. Der will unbedingt ihn selbst umbringen. Ach! Wer baut denn solche Türen, dass mich ein Panzer durchfahren kann? Dass man auch einen Panzer blockieren kann. Naja. Auf jeden Fall wieder mal ein guter Punkt, um hier eine Pause zu machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim wahrscheinlichen Tod von Truth. Also, tschüss, macht's gut, bis denne.